Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 3. August. Heute haben wir dabei Apple, Microsoft, TikTok, Formel 1, Xiaomi und die Computermaus. Beginnen tun wir mit Apple. Die haben jetzt MobiWave übernommen und möchten damit mehr Expertise für ihr Mobile Payment bekommen, sprich für Apple Pay und Co. wahrscheinlich. MobiWave soll für 100 Millionen US-Dollar übernommen worden sein. Die sitzen in Kanada, in Montreal und sollen wohl da auch bleiben und sind halt Experte in mobilen Bezahlmöglichkeiten. Samsung war auch bereits in MobiWave investiert. Das ist auch nochmal ganz interessant. Damit sind die wohl da raus und man erwartet, dass Apple die Technologie in zukünftige iPhones integriert, dass man beispielsweise auch mit einem iPhone Geld annehmen könnte, wenn jemand eine NFC-Kreditkarte dagegen hält. Also bräuchte man so Geräte wie ein SumUp dann eigentlich nicht mehr. Spannend auf jeden Fall, mal gucken, was da noch alles kommt. Spannend ist auch auf jeden Fall alles, was um TikTok rum passiert. Und ich meine jetzt nicht lustige Videos, sondern eher, dass Präsident Trump in Amerika ja TikTok verbieten will und aus dem Land rausschmeißen möchte. Und dann hat sich dann relativ schnell irgendwie ergeben, dass ganz viele Leute Interesse haben, TikTok doch dann für Amerika zu kaufen, um weiter zu betreiben, unter anderen Voraussetzungen. Und unter anderem ist das auch Microsoft, die das jetzt wohl auch wirklich machen wollen, mit einer Deadline vom 15. September. Der CEO von Microsoft hat sich auch mit Donald Trump zusammengesetzt, die haben darüber geredet. Und danach würde dann entsprechend, wenn so ein Kauf stattfindet, die Plattformen weiterlaufen und von Microsoft in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland betrieben. Ja, interessante Variante, sich das so aufzuteilen. Ja, und der Sinn ist dann, wie gesagt, Sicherheit, Datenschutz erhöhen und alles in amerikanischer Hand. Ja, weiß nicht, ob das dann besser ist als bei den Chinesen. Warten wir mal ab, ob es denn auch überhaupt passiert. Was aber auf jeden Fall passiert, das ist die Formel 1 auf YouTube. Die haben nämlich eine große Partnerschaft verkündet und am 11. Oktober wird man zum ersten Mal live auf YouTube ein Formel 1 Rennen sich angucken können. Und zwar den Großen Preis der Eifel. Wie gesagt, man kann ihn sich komplett angucken, aber es geht schon vorher am 9. Oktober los. Da kann man sich auch Trainingsfahrten und das Qualifying auf YouTube angucken. Das Ganze gilt für Deutschland, die Schweiz, die Niederlande, Belgien, Norwegen, Schweden und Dänemark. Und es soll wohl noch mehr danach drumherum kommen in dieser Partnerschaft. Formel 1 ist nicht meins, von daher, wenn es euch interessiert, viel Spaß. Hoffentlich gibt es auch was Neues da zu sehen. Ein paar Insights. Wo es vielleicht auch was Neues und Insights zu sehen gibt, das ist bei Xiaomi. Die haben nämlich jetzt für den 12. August ein großes Event angekündigt. Da dachte ich mir auch schon, machen die es jetzt wie Apple und Samsung? Nee, der Grund ist relativ einfach. Xiaomi wird 10 Jahre alt. Wo ich sehr überrascht war. Ich hätte die jetzt durchaus auf älter eingeschätzt und dass die meinetwegen früher was ganz anderes gemacht haben, wie es ja so einige Firmen schon gemacht haben und dann irgendwann in Technologie rein. Aber nee, die sind erst 10 Jahre alt und das wollen die da mit dem Event feiern am 12. August. Und da wird es bestimmt auch neue Produkte geben, wahrscheinlich auch einen Rückblick. Und eigentlich ist der Event am 11. August um 19.30 Uhr, aber das ist chinesische Zeit und bei uns ist es dann 12. August und 1.30 Uhr nachts. Also wenn ihr Bock habt, guckt rein, ansonsten werdet ihr am nächsten Tag auch hier im Daily wahrscheinlich die Infos dazu bekommen oder relativ sicher auch. Und zu guter Letzt noch eine Information, eine traurige. Der Miterfinder der Computermaus, William English, der ist gestorben mit 91, also ein langes Leben auf jeden Fall gehabt. Und der hatte mit seinem Kollegen Douglas Engelbart in Stanford 1968 praktisch die Maus erfunden und auch ganz viele andere Visionen gehabt, was die Maus auch ermöglicht mit Computern in der Zukunft. Viele sind auch eingetroffen. Also ein kluger, guter Mann und ich hätte vorher das MacBook hier leise stellen sollen. Aber das war es auch zum Ende. Das war der Klang, hat's eingeläutet. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche, bleibt positiv und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.